Cool, ja. Super, wir hätten in dem Fall jetzt auch warten können einfach. Aber das ist okay. Zwei DKs gegeneinander. Das ist definitiv nach dem Motto SRS. Oh, der Spike schon. Sehr gut. Und Kazuya. Kazuya ist interessant, vor allem in Doubles. Weil ich glaube nicht, dass du die Zeit hast, um eine Zero to Death rauszuhauen. Nee, definitiv nicht. Auch gerade wenn du noch so einen Falconi, der dich einfach downchasen will und noch einen Affen dann gegen dich hast. Wobei der Affe wiederum einlädt, die Kombos rauszuhauen, ne? Mit seiner großen Hitbox. Da hat DK in den Singles zwar einen Nachteil durch, aber halt an den Doubles umso öfter. Auf jeden Fall ein Vorteil dann in den Doubles. Oh, da war Fuchs zu sehen, glaube ich. So, Absmash. So, und jetzt kommt Kazuya Stärke doch nicht ganz durch. Er hat nicht kommen können, so wie er es wollte. El Gambo hier am Bearbeiten. Skeddy und Gambo geben sich da auf jeden Fall alles da an einem Edge. Cruel will sich noch mit einmischen, kriegt dann nochmal ein Backup mit reingeschmettert. Kann noch den AB auf der. Oh, der Tilt hat ihn ganz schön weit rausgeschleudert. Aber Bell kann sich da in dem Fall nicht retten. Ja, sehr, sehr schnell. Sehr schnelles Match. Gefällt mir. Hier wird das Momentum ausgenutzt. Vor allem Bibelkamp hat ja auch nicht mehr so. Also er wird wahrscheinlich bald sterben, denke ich mal, bei 170%. Mhm. Ja. Stock mit sich genommen. Aber. Und. Der F-Smash. Der hat schön connected. Gesundheit an der Stelle. Da wäre die klassische Upsetting gewesen mit dem Side-B. Downfall. Okay. War nur ein Win. Wenn jetzt die Electric gehittet hätte, wäre gefährlich gewesen. Oh. So, jetzt sieht es einmal anders aus. Bay bearbeitet jetzt hier das Skeddy an der Seite. Kommt aber so raus. Oh! Yo! Oh, das waren vier Pech dabei. Ja, aber da hat er es doch total ausgenutzt, dass der Fokus komplett auf einem anderen Teammate lag, ne? Und hat sich von hinten angeschlichen. Nicer Spike. Nicer Spike. Das ging gut durch. Oh. Entschuldigung. Für alle, die ein Headset gerade getragen haben. Eieieiei. So schöne Matches, die wir heute hier beobachten. Gefällt mir. Wir sind schon wieder zwei DKs mit. Mhm. Oh, was wird das für ein Pick? Kommt in Random. Also das ist alle so picken in den Random rein. Interessante Nummer. Okay. Interessantes Team. Auf jeden Fall. Interessante Charaktere. Aber alle sind so eher klein, außer Corbin. Richtig, genau. Und Corin hat auch ein richtig krasses Potential, die Leute auf mehreren Prozenten auszukicken. Baby Bowser auch mit dabei. Wie empfindest du Baby Bowser? Baby Bowser nehme ich immer so ein bisschen eher als ein Joke und Nerv-Character. Also nichts, was ich bewusst in einem 1-on-1 zum Beispiel picken würde. Also in Smash 4 fand ich Bowser Jr. eigentlich cool. Mhm. Und hier spiele ich ihn jetzt nicht mehr so. Bowser Jr. hat gutes Kom-Potenzial, aber ist trotzdem sehr minimalistisch aufgebaut. Kann man sich in Luigi denken, die Combo ziemlich gleich ablaufen. Ah, okay. Oh, okay. Gute Killpower natürlich, aber kann sich dann auch nicht mehr recovern. Ei, was passiert denn da? Da haben sie sich alle verabredet. Sind auf der linken Seite einmal Tschüss, Arrivederci, war schön, war nett. Zu sagen. Ja, sehr even tatsächlich. Ja. Bei Campo und Elo schaffen es dann doch nochmal teilweise sich abzusetzen für gemeinsame Kombo. Das ist cool zu sehen. Genauso auch wie gerade Skeptic und Cool das machen.
Spielen die öfter im Team miteinander? Sketti und Cool immer. Eigentlich, wenn beide da sind, dann immer. Mhm. Und ich glaube, Fuego Elo hilft auch. Weiß jemand nicht. Fiebelkampf habe ich nicht oft gesehen in Doubles und Fuego Elo auch nicht. Okay. Aber ja, es gibt immer diese Teams, die es eigentlich immer jedes Nitz gibt. Also Sketti Cool und auch Squallen. Wollen Cobra sind auch immer eigentlich im Team. Okay, ja gut, daran merkt man aber auch, die Synergie scheint auf jeden Fall immer da zu sein, ne? Wo die linke Hand weiß, was die rechte Hand tut. Ist aber auch halt einfach schwierig. Ja. Cool struggelt ein bisschen. Cool muss auch aufpassen, weil er hat nur noch einen Stock. Da wurde Warfrey. Aber es ist sehr even. Es ist sehr easy. Sie alle sind jetzt mittlerweile auf 1 Stock schon runter. Cool hier mit den highest percentages. Nice RB von Bowser Jr. da an der Stelle. Der hat gut connecten können. Somit 2 gegen 1. Was sieht das für Cobra? Für Cobra sage ich schon für Sketti. Aber kann auf jeden Fall was reißen. Vor allem, weil Meta Knight wird sehr unterschätzt. Seine Frame Data ist heftig. Ja. Aber das killt. Er ist auch ein Leichtgewicht. Ja. Catch it up mit Air. Hat ihn geholt. Gut abgesettet, den Upsmash in dem Fall. Schöne Runde. Man muss auch sagen, alle random. Ne? Müssen. Ja. Da hätte jetzt auch alles passieren können. Und eine Situation war es das. Und die ist halt eben so ausgegangen. Aber finde ich witzig. So, sehen wir nochmal eine Random-Situation. Tatsächlich wieder random, ja. Ja. Alle random. Sind die DLC-Chars auch möglich, gepickt zu werden? Ich denke, ja, wie wir schon gesehen haben, mit Kazuya auf jeden Fall. Wop. Rob. Wop und Palmer Müffer ist ein extrem gutes Duo. Magst du das mal erläutern? Weil Wop zont ja gerne und Palmer Müffer ist allgemein sehr kombolastig und super schnell, was sehr gut ist für Doubles, ne? Mhm. Und Wop hat halt viel Range und ist ein Charakter, der sehr safe ist, der kann nicht gut gepunished werden einfach. Es kommt drauf an, wie Wop natürlich spielt, aber wenn du die näher gut Space, ist es eigentlich schwer, das zu punishen. Ja, die covert halt schon sehr viel ab dann im Endeffekt, ne? Sonic ist auch gut, aber er ist halt sehr. Er braucht eher die ganze Stage für sich, um da zu kommen mit der Down B. Ja. Und Sonic ist auch kein leichter Char, und da ist der Spike von Sketti. Uwop ist natürlich auch ein leichter Char zu spielen, Palmer Müffer auch. Ja. Jetzt hier Cool gegen Gabriel Campo auf der rechten Seite. Wer kann die Stage für sich gewinnen, in dem Fall Bell. Geht dann auch gleich mit rüber zum Teammate. 2 gegen 1 Situation gleich nicht aus. Und jetzt haben wir die Schweinchen in der Mitte. Aber Gabriel Campo struggelt sehr mit Sonic. Das ist auch verständlich, weil Sonic ein sehr schwerer Charakter. Es ist auch super schwer, nicht in diesen Modus zu verfallen mit Sonic, finde ich, wo es dann in Spam übergeht, ne? Ja. Und dann unkontrolliertes Hummingbird-Gemesh und sowas. Das ist schon. Ja, das ist auch, glaube ich, eher die Schwierigkeit von Sonic. Sonic kann man, glaube ich, mal auf Fun picken, aber ich könnte ihn niemals mainen oder so. Wäre jetzt auch nichts für mich versehen. Zumal ich eigentlich, ich habe ein SD-Potenzial mit Sonic, das ist regelrecht. Kannst du gar nicht beschreiben. Ich lande immer unter der Station. Aber tatsächlich, hier Fuego Elo hält sich gut. Mit 153%. Ja, wir haben jetzt hier eine
interessante Situation, denn vom Team Blau als auch vom Team Rot haben wir zwei Spieler mit nur noch ein Stock. Hyra hat noch alle drei Stocks im Packet. Rob hat noch zwei. Jetzt haben wir eine 2-2, 1-1. Schauen wir mal, wer das jetzt für sich zu nutzen weiß. El Campo geht hier gezielt wieder mit auf Rob rauf. El Campo kann, also kann der Sonic auch gut Edge da natürlich. Vor allem die Back Air. Geht jetzt hier fürs Trampolin wieder, ja. Ist auch ein nices Tool. Zum Ledge-Steppen vor allem. Ja. Immer noch effektiv zu sein. Und jetzt haben wir wieder ein 2 gegen 1. Interessant aber, dass Cool sich kein Stock hier nimmt. Stimmt, aber das war wahrscheinlich dem zu schulden, dass Rob hier an der Stelle einfach schon so high percentage war. Ja. Ja. Kann sich hier wieder mit retten. Aber Rob ist auch so, also wenn jetzt nur noch ein Charakter überlebt, kann er mal kurz ein Zero to Death natürlich machen. Oh, das war close to SC. Bringt sich da in der Situation, die schwierig jetzt wird für ihn, da sich da rauszuholen. Aber er hat es geschafft. Oh, gute Team-Kombos. Da wird nacheinander gearbeitet. Sehr gut. Oh, um Pressure zu halten. Oh, schöne Back Air. So, und jetzt... Aber, ja, das war klar. Liebe Kamp holt sich hier den Stock. Das macht auch Sinn. Yeah, ja, das killt. 2-1. Für Bibi Campo und Fuego Elo. Schönes, interessantes Set. Ne, auch gerade mit den random Moves. Also ich muss das sagen, finde ich sehr erheiternd. Das nimmt immer so ein bisschen, weil so lockert diese ernste Situation des Turnierverhältnisses auf. Komm, wir machen das jetzt einfach mal. Finde ich klasse. So, dann können wir ja jetzt nochmal ins Bracket. Vielleicht sind wir schnell genug. Mal zu gucken. So, ja. Da hatten wir die gerade. Dann. Da Fung und Ian. Ja, genau, richtig. Gegen El Campo und Elo, genau, richtig. Das wird was. Noch schon. So. Ja, die üblichen Vorbereitungen werden jetzt getroffen. Und wenn ich das richtig sehe, sind wir jetzt in Bracket B im Final, ne? Ja. Bin gespannt, ob auch im Final jetzt nochmal sowas wie, ja, wir nehmen alle den gleichen Charakter oder wir gehen alle nochmal für Random. Aber ich denke, Dafung wird auf seinem Mi-Brawler gehen. Ah, okay. Allgemein die Mies finde ich auch immer sehr interessante Picks. Sieht man häufig in Turnierplays und sowas und allgemein auch mit dem Pro-Player und sowas. Ich persönlich komme mit denen überhaupt nicht klar. Ist nicht mein Type. Finde ich auch teilweise echt ein bisschen schwer dafür, dass sie so klein sind. Aber hier sieht man auch eher Mi Brawler, den Mi Gunner und den Mi Swordfighter, den sieht man echt sehr wenig. Ja, und in dem Fall sehen wir jetzt hier gerade tatsächlich mal gar keinen, aber dafür eine doppelte Palutena. Paired up mit einem Snake und Inkling. Inkling bin ich ein sehr großer Fan von. Das ist super flink. Ich mag die Mechanik mit der Farbe. Finde ich cool. Viele hassen ja Inkling. Ich kann es auf jeden Fall verstehen. Ich mag ihn auch nur sehr gerne anzugucken. Selber spielen ist nicht mein Teil. Welchen Charakter will es mal nicht da am schlimmsten so? Selber gegen zu spielen? Ja. Definitiv.
Tatsächlich? Ja. Ich mag es gerne sehen, aber ich finde es einfach schlimm, weil er einfach so fast ist, ne? Und, weiß ich nicht, vielleicht ist es dem Alter verschuldet, aber ich finde dann meistens nicht so die Antworten drauf, um schnell zu reagieren. Viele hassen ja Inkling, wenn man dagegen anspielen muss. Mhm. Bei mir ist es so, ja, aber ich habe den irgendwie nie auf dem Schirm. Gibt doch wenig Spieler. Aber Bibel Campo zum Beispiel. Der ist ja eigentlich Inkling Main. Ah, okay. Stimmt, hat man auch beim letzten NDZ gesehen, ne? Ich glaube, ich war mit dabei. Ich finde Inkling. Ich passe oft nicht auf, aber an sich Inkling ist so. Ist Inkling. Kann ich so nicht sagen. Ich finde tatsächlich. Bayonetta schwierig. Ja.